Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Willkommen zu unserer ersten Folge, zu unserer ersten Episode unseres neuen Podcast-Channels, unserer neuen Podcast-Idee. Und zwar haben wir den Podcast Whispers of Wisdom genannt. Das ist ein Ramadan-Podcast und zwar haben wir uns gedacht, okay, wir stellen uns mal was Neues vor, wir probieren mal was komplett Neues aus und dachten, okay, Podcast kommt ziemlich gut momentan an. Dann dachten wir, okay, warum probieren wir das nicht einfach aus? Mal schauen. Und welcher Monat ist nicht noch am perfektesten geeignet, als im Monat Ramadan und über den Monat Ramadan zu sprechen? Ein großes Dankeschön geht auf jeden Fall an die Brüder von Ummahab raus, an den Bruder Burak und Ferhat, wirklich Herzensbrüder, die uns die Möglichkeit gegeben haben, hier in Ummahab zu drehen. Für diejenigen, die nicht wissen, was Ummahab genau ist: Ummahab ist ein Café, ein Coworking Spaces, wo man herkommen kann, lernen, arbeiten, aber auch richtige Bürotische mieten kann, auch so einen festen Arbeitsplatz, wenn man flexibel von hier aus arbeiten möchte. Und Ummahab ist was ganz Besonderes, weil Ummahab ist von den zwei Brüdern gegründet worden, aus der Idee, wir brauchen ein Safe Place für Muslime in Berlin, ein Ort, wo sie sich connecten können, wo sie sich vernetzen können, austauschen können und auch wo verschiedene, Businesses, verschiedene Geschäfte aufeinander zutreffen, die sich gar nicht eventuell davor begegnen hätten, und um halt zusammen zu kooperieren, um sich auszutauschen, Tipps, Erfahrungssachen mitzugeben. Und im Ummahab ist das Besondere, was uns auch direkt aufgefallen ist, hier kann man wirklich angenehm lernen, an seinen Arbeiten arbeiten und seine Gebete verrichten. Denn Ummahab ist das erste Café, was eine Musalla unten im Keller hat. Allahu Akbar. Und subhanallah, wirklich eine Gnade. Wirklich eine sehr, sehr Gnade. MashaAllah. Möge Allah die mit dem Bruder rechtlich belohnen. Amin. Genau. Und dann bedanken wir uns noch weiter an den nächsten Sponsor, und zwar El Riyad. Und zwar dachten wir uns, okay, wir möchten in dem Podcast auch eine Chance für die Geschwister geben, ihr Business zu erwähnen, dass Geschwister auf sie aufmerksam werden, um auch ein bisschen auch ein Part denen zurückzugeben, und haben dann diese schöne Gewand von El Riyad. MashaAllah. Und das ist sozusagen dein Geschenk. Oh, Allahu Akbar. Sehr schön. Dein Geschenk. Tabarakallah. Dankeschön. Kann ich ja gleich bei der Umrah einziehen. Vielen Dank. Und noch direkt dazu auch noch ein Gebetsteppich. MashaAllah. Sehr leicht, aber sehr qualitativ, MashaAllah. Ui, wiegt ja gar nichts. Ja, aber wirklich sehr, sehr gute Qualität, sehr gemütlich. Vielen Dank. Auch an die Sponsoren, Barakallahu fi. Mega, dass ich gleich belohnt habe. Darf ich das abgeben, inshallah? Dankeschön. Vielen lieben Dank, MashaAllah. Gerne. Ja. Genau. Erstmal, Chefredi, was hältst du von dem Thema des Podcasts? Gibt es ein gesegneteres Thema als das Thema Ramadan? Wir sind mitten im Ramadan und ich glaube, da gibt es auch nichts Besseres, als über den Ramadan zu sprechen. Das stimmt. Für die Leute, die Sheikh Farid noch gar nicht kennen, magst du dich erst einmal vorstellen? Ja, erstmal Salam Aleikum. Ich bin euer Bruder Farid Haider, 45 Jahre alt, gebürtiger Berliner, und arbeite jetzt seit über 15 Jahren mittlerweile als Imam in vier Berliner Moscheegemeinden hauptsächlich, und bin auch Vorsitzender des Taiba Kulturzentrums. Und habe sehr, sehr viel mit Jugendlichen zu tun. Alhamdulillah, seit schon über zwei Jahrzehnten. Alhamdulillah. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, weil es einen Jungen hält. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Auch wenn wir keine Jugendlichen mehr sind, leider. Man ist nur bis 40 jugendlich. Fühle ich mich trotzdem noch im Herzen jung. Alhamdulillah. Dadurch, dass ich nur mit solchen jungen Brüdern wie euch zu tun habe. Und Alhamdulillah. Wir haben schon das Thema angeschnitten, und zwar handelt sich das Podcast rund um Ramadan. Und möchtest du uns einmal erklären, auch für diejenigen, die gar nicht wissen, was ist überhaupt Ramadan? Was kann ich mit Ramadan verbinden? Was ist überhaupt der Sinn und Zweck hinter dem Fasten? Ja, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah. Ramadan ist eng verbunden mit einer der fünf Säulen des Islam, und zwar dem Fasten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass der Islam auf fünf Säulen basiert. Und die vierte Säule ist das Fasten im Ramadan. Und auch findet der Name Ramadan Erwähnung im Koran.
und zwar in Surat al-Baqarah, wo ein ganzer Abschnitt über das Fasten im Ramadan offenbart wurde, in dem Allah subhanahu wa ta'ala dann auch gleich am Anfang sagt, Ja, ihr الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O die ihr glaubt, das Fasten wurde euch vorgeschrieben, wie es ihnen vorgeschrieben wurde, die vor euch waren, auf dass ihr gottesfürchtig sein möget. Und dann in diesem Abschnitt sagt Allah Ta'ala: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt wurde. هدى للناس, als Rechtleitung für die Menschen. وبينات من الهدى والفرقان, als klare Beweise für die Rechtleitung und die Unterscheidung. Mhm. Was, es gibt immer sozusagen die Basic-Fragen, die auch so sehr, sehr von, oft von Nicht-Muslimen gekommen sind. Was verfolgen denn die Muslime im Monat Ramadan? Was ist so, was machen sie besonders im Monat Ramadan? Naja, der Monat Ramadan ist halt mehr als einfach nur ein Fastenmonat. Mhm. Im Monat Ramadan geht es, wie wir es gerade gehört haben, darum, dass ich meine Rechtleitung mehre, darum, dass ich mich läutere, darum, dass ich mich reinige, darum, dass ich versuche, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, darum, dass ich versuche, auch eine Form von Dankbarkeit zu erlangen. Mhm. Allah ta'ala sagt in dieser Ayah, wa la'allakum tashkurun, auf dass ihr dankbar sein möget. Mhm. Und dann sagt er darauf, wa la'allahum yarshudun, auf dass ihr rechtgeleitet sein mögen. Am Anfang hat er gesagt, wa la'allahum yattaqun, und la'allakum tattaqun, auf dass ihr gottesfürchtig sein möget. Das heißt, das sind alles Ziele dieses Monats. Und das Fasten ist lediglich eine Methode, ein Mittel, was zu diesem Ziel führen soll. Mhm. Und Allah Ta'ala, wie er in dieser schönen Ayah aufgezeigt hat, er hat es ja nicht nur von uns Muslimen abverlangt, sondern es ist ja auch in den anderen Religionen, die vor uns waren, schon eine feste Ibadah, ein fester Ritus. Deswegen Christen fasten auch, wenn sie heute in einer anderen Weise fasten. Auch Juden kennen das Fasten und viele andere Religionen, selbst nicht monotheistische Religionen, kennen das Fasten. Das heißt, das Fasten ist etwas Besonderes. Deswegen wundere ich mich auch so ein bisschen immer darüber, dass gerade auch Nicht-Muslime sich immer über Muslime wundern, die fasten und sagen, wie geht das? Ja, aber das ist eigentlich auch etwas, was ihr kennt. Nur ihr praktiziert das nicht mehr so, wie es eigentlich von euch verlangt wird. Und viele können das gar nicht nachvollziehen. Ihr verzichtet wirklich auf Wasser? Wirklich auf Wasser, ganz ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Ihr verzichtet auf Wasser, ja? Und wir leben noch, Alhamdulillah. Und wir gehen sogar noch zur Uni und wir haben meistens immer aber dann immer die schwierigsten Prüfungen und Alhamdulillah macht es uns trotzdem leicht. Ja, das haben wir wirklich. Kennen wir alle diese Fragen. Wirklich Wasser? Nicht mal einschlucken, nicht ein bisschen. Nicht ein bisschen. Wenn ich und auch andere Brüder an Ramadan denke, dann denkt man auch direkt an das Tarawih-Gebet, an diese Gemeinschaft, an das Zusammenkommen in der Moschee, subhanallah, die Moschee befüllt. Und wie man es auch aus Salat al-Jum'a kennt, aber normalerweise auch nur an Tarawih so voll wird. Was meinst du, wie fördert der Ramadan die allgemeine Gesellschaft, die allgemeine Gemeinschaft? Ja, der Ramadan ist, wie gesagt, mehr als einfach nur ein Fastenmonat. Mhm. Auf der einen Seite handelt es sich beim Fasten um eine individuelle Handlung, die sehr, sehr individuell ist. Unser Prophet Salossen sagt in dem Hadith Qudsi, das Fasten, also in dem heiligen Hadith, wo er Allah zitiert, das Fasten ist, also jede Tat, die der Mensch macht, kullu amil ibn Adam lahu, ist für ihn, mit Ausnahme des Fastens, das ist für mich und ich werde es eigenhändig belohnen. Das ist eine sehr, sehr spirituelle Handlung, die ich versuche auch geheim zu halten, so gut es geht, also nicht zur Schau zu stellen. Mhm. Und gleichzeitig aber ist der Ramadan ein sehr sozialer Monat. Mhm. Ja, alleine, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns empfohlen hat, dass wir nicht alleine unser Fasten brechen sollen, sondern immer auch mit anderen zusammen und uns dazu motiviert hat, dass wir dafür auch den Lohn des Fastens bekommen, ohne dass sein Lohn weniger wird. Dann natürlich, dass die Moscheen gefüllt sind, das Tarawih-Gebet, das einzige Nachtgebet, was ich in der Gemeinschaft verrichte, also freiwillige Nachtgebet, ist ja nichts anderes. Ja. Also der Prophet Sallallahu alaihi wasallam hat ja im Grunde genommen im Ramadan eigentlich nicht viel mehr gebetet als außerhalb vom Ramadan, wie es von Aisha radiallahu anha überliefert wird. Nur, wie gesagt, er hat es in der Moschee gemacht, die Sahabe haben sich ihm angeschlossen, dann hat er es wieder aufgehoben, weil er Angst hatte, die Muslime könnten denken, es wäre eine Pflicht. Und dann wurde es in der Zeit von Umar ibn Khattab wieder eingeführt in der Gemeinschaft hinter einem Imam. Und Umar ibn Khattab sagte, was für eine schöne Erneuerung ist das. Mhm. Ja, aber eine positive Erneuerung, weil einfach hier
die Gemeinschaft zusammenkommt. Und ich glaube, ein Ramadan ohne die Moschee, ohne das Tarawih-Gebet, ist kein richtiger Ramadan. Ja? Mhm. Es ist einfach nur, weiß ich nicht, irgendwie halt, man verzichtet ein bisschen auf Essen und Trinken, aber also man hat nicht wirklich etwas mitgenommen, wenn man nicht auch einfach in der Moschee mit der Gemeinschaft zusammen ist und mit den Menschen zusammenkommt, gemeinsam betet, gemeinsam Koran liest, sich einfach auch versucht, ermahnen zu lassen in diesem schönen Monat, Allah näher zu kommen. Also ohne Ibadah ist der Ramadan nichts. Deswegen das Fasten im Ramadan am Tag und der Koran in der Nacht sind zwei Dinge, die zusammengehören. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, am jüngsten Tag wird das Fasten und der Koran kommen. Und das Fasten wird sagen, ja Allah, lass mich Fürsprache machen für diesen Menschen. Weil ich nämlich ihn daran gehindert habe, am Tag zu essen und zu trinken. Und der Koran wird sagen, ja Allah, lass mich Fürsprache machen für diesen Menschen, weil ich ihn nämlich daran gehindert habe, in der Nacht zu schlafen. Ja? Das heißt, Fasten und Koran in der Nacht, gerade im Tarawih-Gebet, sind zwei Seiten einer Medaille, die gehören einfach zusammen, die kann ich nicht voneinander trennen. Deswegen, da haben wir es gehört, der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde. Das heißt, Allah erwähnt in Bezug auf den Ramadan erst den Koran und dann erst erwähnt er das Fasten. Wer also von euch den Monat bezeugt, anwesend ist in diesem Monat, der soll in ihm fasten. Also erstmal wird der Koran erwähnt und dann erst kommt das Fasten, subhanallah. Subhanallah, das ist immer wieder eine Ni'mah, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, Ramadan mitzuerleben, Alhamdulillah. Im Ramadan zu fasten, überhaupt zu können, die Möglichkeit, Alhamdulillah. Viele Geschwister, die jetzt die Möglichkeit bekommen haben, den Ramadan das erste Mal richtig mitzuerleben, fragen sich, okay, wie kann ich den Ramadan richtig ausnutzen und was wären so die Tipps, die du ihnen mitgeben könntest für den ersten Ramadan? Jeder Ramadan ist ein erster Ramadan. Weil jeder Ramadan ist einzigartig. Das ist mal ganz wichtig. Das gilt nicht nur für die Leute, welche zum ersten Mal fasten oder zum ersten Mal versuchen, jetzt sich im Ramadan zu bemühen, sondern jeder Ramadan ist besonders. Und jeder Ramadan wird zu Allah aufsteigen und wird bezeugen, ob du ihn gut behandelt hast als Gast oder ihn nicht so gut behandelt hast als Gast. Und dementsprechend, jedes Mal sollten wir uns darauf vorbereiten. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir uns versuchen, in diesem Ramadan klare Ziele zu setzen. Wir sind ja jetzt schon mittendrin in der ersten Woche, aber Alhamdulillah, wir haben ja jetzt noch was? Einige Wochen vor uns. Und auch wenn ich mich vielleicht nicht richtig vorbereitet habe, etc., oder mich nicht auch, wie gesagt, jetzt noch nicht richtig reingekommen bin, ich habe noch Zeit, Alhamdulillah. Nutze die Zeit. Und zwar, indem du die klare Ziele setzt. Was möchte ich in diesem Monat erreichen? Ja? Einmal, ich möchte richtig fasten. Und richtig fasten heißt, mehr als nur mit dem Magen zu fasten. Richtig fasten heißt, mit der Zunge zu fasten, mit den Augen zu fasten, mit den Ohren zu fasten, mit den Händen zu fasten, mit deinen Gedanken zu fasten, mit deinem Herzen zu fasten. Das ist das wahre Fasten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, wer nicht die falsche Zeugenaussage und das Handeln danach, also Lügen, anderen Menschen Unrecht und etc. unterlässt, so braucht Allah es nicht, dass dieser Mensch auf sein Essen und sein Trinken verzichtet. Und der Prophet sagt, manche Menschen haben von ihrem Fasten nichts als Hunger und Durst. Das Einzige, was sie haben. Und dementsprechend erst einmal zu verstehen, was bedeutet es, richtig zu fasten. Dass ich geduldig bin, dass ich nur noch Gutes spreche, dass ich versuche, viel Ibadah zu machen. Das ist das eine. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich versuche, die Ziele des Ramadans auch zu verfolgen. Und zu diesen Zielen des Ramadans gehört, wie wir es schon bereits erwähnt hatten, einmal die Taqwa zu erlangen. Ich versuche, nach der Taqwa zu streben. Und was ist Taqwa überhaupt? Viele übersetzen Taqwa mit Gottesfurcht. Was heißt denn Gottesfurcht? Sehr abstrakt. Taqwa heißt nichts anderes als Gottesbewusstsein. Dass ich so ein bisschen auf meine Taten achtgebe. Dass ich versuche, von Sünden fernzubleiben. Und mir auch vornehme, das nach Ramadan weiterhin zu tun. Ganz wichtig, dass ich versuche, dem Koran ein wenig näher zu kommen. Dass ich jeden Tag ein bisschen lese. Ich werde nicht, wenn ich vorher gar nicht gelesen habe, jetzt plötzlich jeden Tag 2-3 Stunden lesen können. Ein bisschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die Taten, die Allah am meisten liebt, sind die, die am dauerhaftesten sind, selbst wenn es wenig ist. Und wenn du das jetzt 20 Tage noch durchziehst, bis zum Ende des Ramadans, hast du schon sehr, sehr viel erreicht. Alhamdulillah. Neben dem Ramadan stellt sich jetzt die Frage, okay, es können auch Herausforderungen auftreten,
vor allem auch vielleicht für diejenigen, die arbeiten, studieren, an der Schule sind, eine Ausbildung machen. Und diese Herausforderungen, wie, beziehungsweise was meinst du, welche Herausforderungen könnten überhaupt auftreten und wie kann man die am besten überwinden oder sogar umgehen? Ja, schau mal. Also eine Herausforderung ist, dass man einfach Hunger hat, dass man vielleicht nicht ganz so konzentriert ist. Hm. Und hier sollte man immer darauf Acht geben, dass man versucht, erstens Suhoor zu machen, dass man ein bisschen gestärkt ist am Tag. Ja, vielleicht auch ein bisschen früher schlafen zu gehen, selbst wenn man dann vielleicht Tarawih betet, dann versucht nicht zu lange wach zu bleiben, damit man am nächsten Tag auch fit ist. Das ist schon mal ganz wichtig, das eine. Das andere ist, dass man einfach auch Allah bittet, dass er einem Kraft gibt. Und wir haben Alhamdulillah viele Geschwister, die mitten im Ramadan ihre Prüfungen haben. Und Alhamdulillah, viele von ihnen haben dann trotz der Anstrengung gesagt, Allah Ta'ala, er hat es mir so leicht gemacht, dass ich sogar eine bessere Note geschrieben habe, als ich mir eigentlich vorgestellt hätte. Ja? Und das ist dann der Taufiq von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ich muss immer an die Sache herangehen, als eine Art auch Prüfung von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ich befinde mich im Zustand der Ibadah. Und in diesem Zustand wird Allah Subhanahu wa Ta'ala mich unterstützen. Es ist nicht immer leicht, aber das ist auch etwas, was zu einer positiven Eigenschaft führt, nämlich der Eigenschaft des Sabr, der Geduld, die ich dadurch erlerne. Und auch, dass ich über mich hinausgehe, einfach auch nach etwas Höherem strebe, nicht immer gleich aufgebe. Ja. Sehr, sehr positive Eigenschaften, die ich in meinem Leben grundsätzlich brauche und die ich mir durch den Ramadan anerziehen kann. Wie du bereits erwähnt hast, genau im Ramadan fallen so die meisten Prüfungen an, auch für Studenten, Schüler oder für diejenigen, die in deiner Ausbildung sich befinden. Und ich weiß noch von mir, bei den Prüfungen, und das kann ich so als Tipp weitergeben, ist so, man setzt sich Ziele, aber die Ziele setzt man sich sozusagen zwischen, vor allem bei mir hat es so geholfen, zwischen Duhur und Asr, dass man da eventuell etwas intensiver lernt, weil da, das war jetzt nur bei mir so, mein Gehirn hat da schon ziemlich gut mitgemacht. Und in der Zeit zwischen Asr und Maghrib versucht man das eher zu wiederholen und kann danach Maghrib sozusagen auch nochmal wiederholen. Und man, ich habe das so gemerkt, ja, Hanuman, das ist wirklich, das jeder muss seinen eigenen Rhythmus finden. Manche lernen dann eher in der Nacht und schlafen dann ein bisschen am Tag. Jeder muss seinen eigenen Rhythmus finden. Es hängt ja auch damit zusammen, ob du am nächsten Tag zur Arbeit musst, zur Uni musst oder nicht. Ist ein bisschen davon abhängig, aber jeder kann seinen eigenen Rhythmus finden. Und am Ende, wir vertrauen auf Allah. Und Allah Ta'ala erleichtert das in der Regel. Alhamdulillah. Barakallahu für diesen wertvollen Eindruck, diesen wertvollen Impuls zu unserer ersten Folge. Sehr, sehr gerne. Alhamdulillah. Das ist eine Ehre für mich. Möchtest du jetzt noch mit einem Motivationskick, den einen Motivationskick den Zuschauern geben für den Ramadan? Ramadan ist der Monat der Veränderung. Suche dir eine Eigenschaft, nur eine einzige, nicht mehr, die du in diesem Monat verändern möchtest. Mach das 30 Tage lang und du wirst sehen, dass diese Eigenschaft zu einer Gewohnheit wird. Egal was es ist. Es kann auch eine Kleinigkeit sein, muss keine große Sache sein. Komm los von dem Gedanken, dass du alles ändern kannst im Ramadan. Ändere eine Eigenschaft, beispielsweise, dass du Koran liest, dass du mit deinem Gebet beginnst, dass du eine negative Eigenschaft ablegst. Und mach das wirklich 30 Tage lang. Und dann wirst du merken, dass diese Eigenschaft zu einer Gewohnheit geworden ist, die dir leicht fallen wird. Das ist das, was ich mit auf den Weg geben kann. Versuch, Ramadan zum Anlass der Veränderung zu nehmen in deinem Leben. Ja, das war's auch schon mit unserer ersten Folge zu unserem Ramadan-Podcast Whispers of Wisdom. Und wir danken uns recht herzlich bei Sheikh Farid. Sehr gerne. Für diesen wertvollen Input. Ich habe zu danken. Und bleibt gespannt auf die zweite Episode. Die wird ebenfalls mit Sheikh Farid sein. Und bis dann, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.